Und los geht's wieder. Hi, hier ist Marco von Huawei Blog und in diesem kleinen Anleitungsvideo zeige ich euch, wie man die Gestensteuerung unter Ihrem UI 9 beim Huawei Mate 20 Pro nutzt. Und gleich nach dem Intro geht's los. Ja, schauen wir uns die Gestensteuerung einfach mal an. Wie sieht es aus? Erstmal, wie stelle ich es ein? Ihr findet die Gestensteuerung auf eurem Smartphone unter Einstellungen, dann unter System und dort unter System Navigation. So, da haben wir es. Fokus einmal scharf stellen. Da seht ihr schon, ihr habt verschiedene Optionen. Ihr könnt eben den Navi-Dot auswählen, also einen virtuellen Punkt, mit dem ihr steuern könnt. Ihr könnt die Drei-Tasten-Navigation, also die ehemalige Standard-Navigation von Android verwenden oder auch immer noch Standard-Navigation oder eben die Gestensteuerung. Bei der Gestensteuerung habt ihr dann noch verschiedene Einstellungen beziehungsweise kriegt auch direkt in einem schicken kleinen Anleitungsvideo gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Es gibt nämlich letztlich vier Funktionen und wir können hier eigentlich direkt mit der ersten Funktion anfangen. Wie gehe ich zurück? Wenn ich das Ganze eingestellt habe, streiche ich hier vom Rand und ihr seht schon, da kommt dann dieser Pfeil, dieser Zurück-Pfeil, einmal rüber und ich bin zurück. Das Ganze funktioniert nicht nur von der rechten Seite zur linken Seite, sondern auch auf der anderen Seite. Ihr seht wieder hier der Pfeil. Und ich bin zurück auf meinem Startbildschirm. Möchte ich direkt zurück auf den Startbildschirm, ich gehe einfach hier mal in mehrere Untermenüs, dann kann ich einfach einmal von unten nach oben streichen und schon bin ich auf meinem Homescreen. Jetzt haben wir die Zurücktaste, die Home-Taste, kommt noch die dritte Taste ins Spiel, die Recent Apps oder die zuletzt aufgerufenen Anwendungen. Dafür streicht ihr einfach von unten nach oben und haltet jetzt mit dem Finger kurz auf dem Display inne. Und ihr seht, da haben wir dann schon die Recent Apps, die zuletzt aufgerufenen Anwendungen und können diese dann entsprechend auch wieder aufrufen. Ich habe schon gesagt, es gibt eine vierte Funktion, das ist nämlich der Google Assistant, den ja auch viele nutzen. Dafür streiche ich einfach am rechten oder linken Rand leicht nach oben und ihr seht, schon ist der Google Assistant einsatzbereit. Das Ganze habe ich euch hier am Beispiel des Mate 20 Pro gezeigt. Funktioniert übrigens genauso beim Mate 10 Pro mit Ihrem UI 9. Ihr seht das, einfach mal den Google Assistant aufgerufen. Wo es nicht funktioniert, sind die Geräte, die bereits einen Hardware-Front-Fingerprint-Sensor haben, wie zum Beispiel das P20 Pro. Da haben wir ja hier vorne schon den Fingerprint und darüber kann ich ja schon seit eh und je mit der Gestensteuerung navigieren. Das heißt, wenn ihr diese Steuerung haben wollt, momentan nur verfügbar bei Geräten, die eben keinen Hardware-Front-Fingerprint-Sensor haben. Ich hoffe, die kleine Anleitung hat euch gefallen und war auch hilfreich. In dem Fall würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Wenn ihr Kritik habt, konstruktiv hoffentlich, dann bitte auch ab in die Kommentare, nehme ich mir gerne zu Herzen. Ansonsten natürlich, wenn noch Fragen offen sind, ab in die Kommentare damit. Ich schaue immer wieder rein und versuche alles zu beantworten. Und natürlich auch hier der Hinweis auf unsere riesige Huawei Facebook Community, über 24.000 hilfsbereite Mitglieder, unsere Huawei Family. Schaut mal vorbei, Link findet ihr unten in den Beschreibungen. Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis bald, euer Marco.